Heute gibt's meine Review zu Deadpool 2. Kleine Warnung vorneweg, ich bin nicht der größte Fan der Fortsetzung, daher gab's auch keine Whiskrit direkt nach dem Kinobesuch. Ich hatte einfach nichts dazu zu sagen. Wieso, warum, erkläre ich aber jetzt natürlich. Los geht's. Fangen wir mit den positiven Sachen an. Der Humor war Deadpool-gerecht knallhart, unterhaltsam, obszön, unter der Gürtellinie und konnte er auch häufig sehr überraschend Lacher aus dem Nichts generieren. Cameos aller Art waren super anzuschauen, die jungen X-Men als Beispiel in der Mansion, als Deadpool dort untergebracht war, Ryan Reynolds als Juggernaut, Brad Pitt als Vanisher. Das war alles super und hat funktioniert. Der Film zeichnet sich nicht nur allgemein durch Humor aus, sondern durch intelligent getimte lustige Highlight-Sequenzen, wo dieser Humor geballt genutzt wird. Beispielsweise, wenn Deadpool als Teil der X-Men die Firefist-Problematik angeht oder das X-Force-Casting oder der Moment, wo Cable zu Deadpool kommt, um Hilfe zu bitten. Diese Abschnitte wurden mit Witzen, Anspielungen und so weiter geflutet, wodurch der augenblickliche Witz noch weiter gesteigert werden kann. Allgemein kann ich den Film auch dafür loben, dass es immer wieder interessante und spannende kleine Überraschungen gab, egal ob wir vom Tod von Vanessa oder von Wade sprechen, von gewissen Figuren-Cameos und auch von optischen Details. Für Marvel-Fans gab es also einiges zu bestaunen. Wo wir direkt noch zum Look der Figuren weitergehen können, ich bin weiterhin der Meinung, dass der Deadpool-Franchise für Fox die einzige Heimat guter Kostüm, Umsetzungen und Varianten ist. Die brillieren weiterhin bei der visuellen Realisierung ihrer Properties. Diese Qualität bzw. diese Arbeit würde das restliche bzw. das Haupt-Fox-Universe sofort aufwerten. Deadpool 2 gelingt es, zahlreiche Film- und Comic-Konzepte zu parodieren und lächerlich zu machen, was logischerweise zu Deadpool perfekt passt. Die meisten Punkte konnte der Film bei mir dafür sammeln, dass er wirklich keine Rücksicht auf Fremd- oder Fox-Properties genommen hat, um die besten Witze zu servieren. Man muss dabei nur die Credits-Scene als Beispiel nennen. Wade lässt sich Cables Zeitreiseteil von Negasonic reparieren, reist zurück, rettet Vanessa, rettet Peter. Danach geht's weiter zu X-Men Origins Wolverine. Dort tötet er die alte Fassung von Deadpool, ehe er ins Büro von Ryan Reynolds springt und dem eine Kugel in den Kopf jagt, als er das Green Lantern Script durchhatte. Die beiden letzten Teile sind so ziemlich die ultimativen und super lustigen Low Blows gegen das eigene Studio und einen ehemaligen Arbeitgeber. Die positiven Punkte klingen doch alle ganz nett, oder? Stimmt. Aber leider sind all die Produktionselemente, die mir an einem Film wichtig sind, Teil der Negativabteilung. Und ja, mir ist bewusst, dass das hier Deadpool war. An allererster Stelle kommt bei mir der Punkt Multiplikator-Humor. Für mich hat sich dieser Film so angefühlt. Man nehme all die Elemente, die im ersten Teil von den Zuschauern und Fans hervorgehoben und gefeiert wurden, steigere die Intensität ein wenig und packe so viel wie möglich davon in die Fortsetzung. Zu einem gewissen Grad ist es grundsätzlich okay und auch normal. Mir war es aber hier etwas zu auffällig und zu viel. Nach einiger Zeit wurde mir das im Kino einfach zu langweilig. Und hieraus entwickeln sich dann leider einige andere Punkte. Beispielsweise sehe ich hier drin den Grund dafür, dass die Story nicht nur Zeitreisen generisch rüberkommt, sondern hinten ansteht. Der ganze Teil mit der X-Force ist der beste Beweis dafür. Dieser Teil ist rückblickend betrachtet überflüssig. Er diente dem Humor, selbstverständlich. Aber gleichzeitig geht durch den Ablauf und wie die X-Force nach kurzer Zeit sofort zerfällt, Zeit und potenzieller Inhalt verloren. Die beiden Hauptplotlines sind: Cable kommt aus der Zukunft, um dafür zu sorgen, dass Russell seine Familie in der Zukunft nicht tötet. Und Deadpool, der einen Weg sucht, Russell zu beschützen bzw. zu retten, was dann später zum Versuch wird, Russell auf den richtigen Weg zu bringen, sodass die Zukunft von Cable nicht eintritt. Okay, alles schön und gut. Wenn jetzt alle Teilstories drumherum qualitativ interessant wären und funktionieren würden und nicht 20 Minuten rein humoristische Zwischeneinlagen ohne weitere inhaltliche Relevanz wären, dann würde alles etwas anders aussehen. Die roten Fäden des Films waren schon schwach für mich, aber das Gesamtkonstrukt hat mich dann einfach leicht enttäuscht. Ja. Ähnliches gilt für die Figuren. Ich hatte in diesem Teil keine einzige Person dabei, wo ich überwältigt gewesen wäre oder ähnliches. Cable und Domino sind cool, keine Frage. Deadpool ist lustig, mehr aber nicht. Alle anderen Figuren kommen mir entweder zu kurz, sind zu schwach geschrieben oder wirken extrem zweckdienlich. Charakterentwicklungen sind sehr eingeschränkt. Deadpool wurde natürlich ordentlich gepusht, weil es Teil der dünnen Storyline ist. Firefist und Cable hatten definitiv auch etwas interessantere und zukunftsrelevante Entwicklungen, aber der Rest fällt flach und irrelevant aus für das Gesamte.
Für meinen Geschmack war Deadpool 2 deutlich unter meinen Erwartungen bei den wichtigen und einfachsten Filmelementen. Im Fazit gibt es noch einen zusätzlichen Punkt, was das Ganze für mich noch einen Ticken schlechter gemacht hat, aber das kommt gleich. Eine Hoffnung habe ich allerdings für das Ganze und auch für kommende Filme, egal wie viele davon am Ende produziert oder ob sie bei Disney anders geplant werden. Wenn ich wie gesagt keine Figur habe, die mich komplett geflasht hat oder wo ich danach das Gefühl hatte, ja, ich will mehr davon sehen, ist das Potenzial von Cable und Domino zu erkennen. Auch in der Mischung mit Deadpool. Aber nur wenn ein derartiger zukünftiger Film keine Deadpool-Fortsetzung, sondern ein X-Force-Film mit Deadpool-Touch wird. Das kann funktionieren. Die angeteasten Dynamiken sind da und können einen Film tragen und sogar eine kleine Reihe eröffnen. Im Nachhinein kann ich Ryan Reynolds jetzt auch zustimmen bei seiner Aussage zu Deadpool 3. Sowas kann nur funktionieren, wenn man der Figur alles wegnimmt, das Budget kürzt und wieder versucht, was ganz anderes zu machen. Dann könnte auch ein dritter Teil für Wade Wilson Sinn machen. Kommen wir zum Fazit. Wie in den letzten Wochen schon ein paar Mal gesagt, hatte der Film bei mir das Problem, dass ich in Sachen Deadpool seit dem ersten Film einfach von allen möglichen Produktionswegen, Planungen, Comics und so weiter schlichtweg übersättigt bin. Und der Humor des zweiten Teils konnte dies und die filmqualitativen Schwächen nicht ausgleichen. Zumindest für mich nicht. Nehmt's mir nicht übel, dieser Film hier ist gute Unterhaltung. Für mich gehört er aber zu den Filmen, die ich im Hintergrund laufen lassen würde, wenn ich was anderes mache oder abspiele, wenn ich ein bisschen lachen will, während ich einschlafe. Deadpool 2 ist in meinen Augen kein Film, auf den man sich konzentrieren muss, weil man sonst FOMO bekommt. Das hier ist für mich ein kurzfristiger Wohlfühlfilm. Für alles andere vermisse ich zu sehr eine echte, gute und andersartig neue Gesamtstory. Und ich kann auch nicht über einige der humoristisch inspirierten Produktionsentscheidungen hinwegsehen, auch wenn das hier Deadpool ist und man solche Punkte nicht ganz zu ernst nehmen sollte. Auch ein bisschen schlecht ist das Timing, um ehrlich zu sein. Der jüngste MCU-Film ist mit seinen geballten Inhalten noch immer in meinem Hinterkopf, wodurch ich ungewollt gewisse Vergleiche ziehe, entgegen der Fachpresse, die das hier sogar als Futter für Artikel genutzt hat, um die Qualität von Deadpool zu betonen, ist das ein zusätzlicher Punkt, warum Deadpool 2 bei mir an Interesse verliert. Wie gesagt, von meiner Seite aus ein lustiger Film, um mal ein bisschen Zeit zu überbrücken, nicht mehr, nicht weniger. Kurz noch die beiden Teile gegeneinander gestellt. Deadpool 1 gewinnt bei mir in Sachen Story, Deadpool 2 in Sachen Optik, tun sich also gegenseitig nicht viel. Das war's dann auch für heute. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Caps out.